So Leute, Tyson wieder hier mit einem weiteren Progressionsvideo für euch. Ich weiß, normalerweise soll das anfangs der Woche kommen. Es kommt jetzt heute freitags. Ist alles nicht so ganz rund gelaufen. Ich habe versucht, die anderen Videos vorzuziehen, bis ich dann das Video hier machen kann. Und ja, meine Freunde, wir sind immer noch in Cycle 3 und wir schauen uns das Training von Woche 3 an. Ich hoffe, man kann die Progression trotzdem so ein bisschen verfolgen. Bin mal gespannt über die nächsten Monate, ob wir das so beibehalten, dass ich pro Woche nur ein Training habe oder wie früher mehr. Das Problem ist halt einfach, dass dann der ganze Channel mit Trainingsvideos vollgespammt ist, was auch nicht unbedingt jeden interessiert. Deswegen, wir gucken mal, wir machen es mal so weiter und wir steigen auch direkt ins Material an. Kurze Ankündigung noch, morgen, also Samstag und Sonntag, bin ich in Hamburg auf dem Insanity Meet. Wer vorbeikommen will, darf gern vorbeikommen. Powerlifting Actions ist da. Wir sind an beiden Tagen da, also der Daniel und ich. Und ja, wir haben auch so einen kleinen Stand da. Also leider noch nicht die neuen Sachen. Die kommen erst in ein, zwei Wochen, kommen die an. Und dann launchen wir die. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Aber so generell ein paar SPD-Sachen, wenn wir da haben. Unsere Sachen ein bisschen reduziert. Und ja, meine Freunde. Wenn ihr Bock auf Powerlifting habt, kommt auf jeden Fall vorbei in Hamburg. Ich habe leider nicht die Adresse, ich habe sie auch nicht hier rumliegen. Ist aber egal, wir gucken uns direkt das Training an. Moment. Vorbildlich wie ich bin, habe ich mir natürlich hier direkt wieder meinen Trainingsplan geholt, damit ich hier wieder keinen Quatsch erzähle. Woche 3, genau. Wir sind in der Session. Genau, was wir uns angucken ist die Kreuzheben-Session, das heißt den Mittwoch. Wir hatten Kreuzheben mit 5x8 Wiederholungen und 125 Kilo. Wir hatten Kniebeugen im Anschluss daran 4 Sätze, 8 Wiederholungen mit 115 Kilo. Dann hatten wir Front Squats 3x10 Sätze, also 3 Sätze, 10 Wiederholungen, 75 Kilo. Und danach ein bisschen Beinbeugermaschine, ihr wisst Bescheid. Und am Ende ein bisschen Bizeps mit den 17,5ern, meine Freunde. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Und zwar mit dem Aufwärmen fürs Kreuzheben. An dem Tag habe ich kein globales Warm-up gemacht. Ihr müsst jetzt wissen, das Training ist jetzt schon 1,5 Wochen her. Ja? Also ich bin ein bisschen in Verzug geraten. Aber ich weiß trotzdem noch grob genau, was passiert ist. Also erstmal aufwärmen, ganz normal, easy mit der Stange. Habe mich so ein bisschen gefühlt, als könnte meine hintere Kette ein bisschen dynamisches Dehnen gebrauchen. Deswegen habe ich einfach ein paar Stiff-Leg-Deadlifts gemacht. Hier am Anfang gemischt mit einem Romanian-Deadlift, wo ich nicht ganz runtergegangen bin. Also ihr seht das einfach nur, die hintere Kette aufwärmen, Beinbeuger ein bisschen dynamisch dehnen tatsächlich vom Kreuzheben. Natürlich jetzt nicht wild, ja, nur im Warm-up. Und dann jetzt hier sind wir ans Kreuzheben gegangen, Setup 60 Kilo zum Aufwärmen. Dann sind wir hoch auf 100 gegangen. Auch hier relativ easy, relativ kontrolliert. Nicht zu überstürzen, der Daniel streckt da seinen sexy Po im Hintergrund raus. Das hat er drauf. Ein bisschen mehr Hochkreuz-Actions, Daniel. Ein bisschen mehr Hochkreuz-Actions fürs nächste Mal. Und da sind wir auch schon beim Trainingsgewicht. 125 Kilo. 5 Sätze, 8 Wiederholungen. Ich habe beim Kreuzheben nicht die kompletten Sätze mit drauf genommen, weil es ist halt relativ, im Vergleich zum Beugen finde ich es immer ein bisschen langweiliger. Beim Beugen hat man ein paar mehr Sachen, auf die man achten kann. Und ihr seht das hier, wir schauen einfach mal ein bisschen. Ihr seht das hier unten beim Setup, der Latt wird immer schön festgemacht. Achtet mal auf die Schulter, zack, fest. Jetzt kann man die Schulter natürlich nicht mehr sehen, habe ich gut geschnitten. Aber auch der Blick, ich habe den Blick so circa 2 Meter vor mir und ich gucke dann aber auch dahin. Das bedeutet quasi, auch wenn ich im Lockout bin, bleibt mein Kopf so in der Position, deswegen gucke ich so ein bisschen runter. Aber das ist nicht weiter schlimm, da ist nicht wirklich viel Druck auf der Halswirbelsäule. Und solange das nicht beim Hochziehen überstreckt ist, womit ja viele noch ein Problem haben, ist das gar kein Problem. Deswegen gucke ich eben auch 2 Meter vor mich, dass ich das nicht überstrecke. Wer dann ein Problem mit hat, das ist eigentlich ganz einfach rauszubekommen. Das ist nur eine Gewohnheitssache. Einfach mal ohne Überstrecken machen, einfach 2-3 Meter vor sich gucken und dann passt das, dass es so ein bisschen reinbekommt. So, noch hier, ich musste jetzt auf, genau, ich muss auf Zughilfen switchen, denn ich weiß nicht warum, ich glaube in der 3. Woche, das war so die Woche, da habe ich auch diesen Vlog gemacht, da war ich ziemlich fertig vom Volumen, von allem und ich hatte auch, ich konnte nicht mehr richtig die Stange greifen, also die ist mir gegen Ende dann rausgerutscht, hat es unnötig schwer gemacht. Dann bin ich auf unsere Athletic Statics Zughilfen, links in der Beschreibung, geswitcht und habe dann einfach nochmal weitergezogen. Ihr wisst, bei mir geht es im Moment einfach nur darum, Hypertrophie aufzubauen. Vor allem Griffkraft ist ja auch so ein Ding mit hier der Hand. Ne? Also die hatte ich ja noch vor vier Monaten gebrochen. Seitdem trainiere ich auch erst wieder. Bedeutet Gemach. Gemach.
Zughilfen, ich habe auch keinen Druckschmerz mehr hier. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt tut es mir wieder ein bisschen weh, ich weiß nicht warum. Aber ist auch egal. Wir gucken mal hier, ich glaube, das ist jetzt der letzte Kreuzhebesatz. Den haben wir nochmal ein bisschen explosiver gezogen. Wobei ich auch darauf geachtet habe, natürlich die Beine immer ein bisschen nach innen zu rotieren. Also es war ein bisschen ungewohnt für mich. Warum Beine nach innen rotieren? Kniegeschichte. Genau das gleiche wie beim Beugen auch. Ich versuche weniger externe Rotation. Interne Rotation habe ich zumindest in dem Training mal probiert. Mittlerweile habe ich es geschafft, eine Einheit mal komplett ohne Knirschen hinzubekommen. Wer mir auf Instagram folgt, weiß das. Der hat die Story gesehen. Ja. Und ja. So, genau. Jetzt kommt der Switch quasi zum Kniebeugen. Ihr wisst es mittlerweile, meine Lieblingsübung vom Kniebeugen ist so mittlerweile Standard, ist eigentlich die, die ihr gerade gesehen habt. Langhantel auf die Knie, ein bisschen reindehnen lassen und dann war es das auch schon. Dann ganz easy aufwärmen. Ich weiß nicht, ob ich einen Satz noch ohne Gewichte gemacht habe. Dann hier seht ihr jetzt 60, jetzt 80. Ich glaube, ich habe so zwei Sätze noch mit 60 gemacht. Zwei Sätze mit 80. Schön eng, schön highbar. Beuge sieht wunderbar aus, also gefällt mir richtig gut. Jetzt hier 100 Kilo drauf. Auch von hinten, ein paar haben gefragt, wo mein Hip-Shift hin ist. Ja, der ist draußen, meine Freunde. Der Hip-Shift ist draußen. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, wann er rausgegangen ist. Ob es durch die Trainingspause war, durch die exzessive Mobility jetzt. Aber er ist auf jeden Fall weg. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Hier haben wir schon den ersten Trainingssatz mit 115. Ich habe euch die Sätze komplett drauf gelassen, also beim Beugen jetzt. Jetzt können wir ja mal ein bisschen gucken. Ich gucke jetzt auch mal ein bisschen zu, halt jetzt mal ein bisschen die Fresse, damit ihr auch mal sehen könnt, was hier abgeht. Genau, ich benutze die Ellbogen unten, um ein bisschen aus dem Loch rauszukommen, um ein bisschen Schwung rauszuholen und den Nacken so ein bisschen, also mich quasi gegen die Stange zu drücken, hilft mir. Hatte ich, glaube ich, auch neulich schon mal erwähnt in einem Kniebeuge-Video. Zwischen den Sätzen natürlich die Außenseite gerollt, Vastus lateralis. Quasi zwischen jedem Satz, die ganze Zeit schon. Ich habe aber jetzt nicht Bock gehabt, euch die ganzen Foam-Roll-Sätze mit reinzunehmen. Also es gehört immer mehr dazu. Ich mache immer in den Pausen jetzt mittlerweile Mobility. So, zack. Und ich sehe das hier. Ich bin auch sehr kontrolliert und sehr bedacht. Das ist halt auch wegen den Knien. Ich will da jetzt nicht reinfallen. Ich will, okay, rantasten. Das holt natürlich ein bisschen Kraft, ein bisschen Power raus. Aber ist halb so wild. Ich hatte ja auch in dem Vlog gesagt, dass ich wahrscheinlich nächsten Cycle sogar runtergehen möchte. Das haben wir jetzt vertagt. Ich werde wahrscheinlich einen Ticken hochgehen, denn wie gesagt, ich habe jetzt eine Einheit ohne Knöchel reinbekommen. Und ich hoffe, dass ich es wieder hinbekomme. Und wenn das der Fall ist, dann steigern wir ganz normal weiter. Aber wie gesagt, das hier war, da war ich ein bisschen fertig. Knie ist halt auch immer so ein bisschen, dann kommt die Power raus, dann ist der Kopf zu viel mit drin. Weißt du, das ist, naja, ist nicht weiter schlimm in der Hypertrophiephase. War ja auch nur der leichte Beugetag. Aber hier auch sehr schön kontrolliert. Boom. Ja, gefällt mir sehr gut, die Beuge tatsächlich. Sehr sweet. Und Daniel links macht da die CrossFit, also wirklich... So ein Quatsch. So ein Quatsch. Nee, Spaß. Er macht Bulgarian Split Squats für die Quad Gains. Für die Quad Gains. Beziehungsweise er probiert es aus. Nicht umfallen, Daniel. Nicht umkippen. Ja, jetzt aber. So. Und hier nochmal. Bis zur letzten Wiederholung. Ich glaube, es war jetzt die vorletzte. Sieht das einfach sehr schön aus und sauber. Ich will mich jetzt hier nicht hier loben, aber ich betrachte das objektiv, als wäre das wer anders. Finde ich sehr nice. Jetzt mal von der Seite gucken. Jetzt wird es interessant. Ja, das meine ich mit einem schönen, geraden Rücken. Ja, ihr seht das zwar, das ist eine leichte S, aber das ist die natürliche Wölbung der Kurve der Wirbelsäule. Ja, also es ist jetzt kein exzessives Hohlkreuz. Ihr seht das hier oben. Ganz neutral, dann kommt dieses leichte S zum Hintern hin, boom. Ja. Auch unten, ja, das bewegt sich ganz minimal. Gar kein Problem. Ja. Also das ist wirklich perfekt. So. Also vor allem, ich gehe ja sehr, sehr, sehr tief. Ja, dann ist das fast normal. Und jetzt geht mir der Kamera-Akku leer. Ich pausiere hier, bevor die Kamera ausgeht. Ich hoffe, der Fokus ist noch richtig eingestellt. Ja, gibt immer wieder Komplikationen, meine Freunde. Weiter geht's. Genau, im Anschluss daran, also quasi an die 4x8 Squats, haben wir dann noch die 3x10
Front Squats rausgeballert. Ich habe euch jetzt hier nur einen Satz reingepackt, aber auch hier wirklich für die Quads. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie es läuft, auch wenn die... Oh, ist das Ding denn jetzt hier? Oh nein! Jetzt hier, ah, so. Auch wenn die, ja, die Gewichte noch nicht so hoch sind, es noch nicht so krass aussieht, mit der Progression bin ich mehr als zufrieden, auch im Oberkörper. Auch die Technik finde ich sehr nice, vor allem gerade bei der Halberbeuge von der Seite, das sieht schon sweet aus, so. Definitiv. Wenn wir das dann auch irgendwann noch mit, sag ich mal, mit 170, so 8 Reps, auf so Halber ohne Gürtel, das ist dann schon nice. Vor allem ist das Lowbar natürlich dann eine ganz andere Welt. So, dann im Anschluss haben wir noch Beinbeugers gemacht in einem anderen Raum, ihr wisst Bescheid. Und im Anschluss daran den Bizeps. Hier seht ihr es, 4 Sätze, mit müssten 17,5 sein eigentlich. Auch hier versuche ich sehr kontrolliert das Ganze zu machen. Und ja, meine Freunde, das war quasi schon das, ja, mein Mittwoch, also mein Kreuzhebetag. Sieht immer so aus, dass wir von den Reps her generell einen Ticken niedriger sind. Also ihr habt jetzt gesehen, 8 Reps Kreuzheben, 8 Reps Beugen. Das war in der dritten Woche. In der ersten Woche sah das zum Beispiel aus 10 Reps und 10 Reps statt zum Beispiel 12 Reps und 12 Reps, wie wir das ja am Beugetag haben. Ja, meine Freunde, ihr müsst im Hinterkopf halten zu der Woche, um euch nur auf den Stand von dieser Woche zu bringen. Volumen war sehr hart, also ich war wirklich so... schon an der Grenze so ein bisschen die ganze Zeit. Mein Quadrizeps hat die ganze Zeit auch so Spasmen gehabt, also die ganze Zeit gefeuert, so richtig hoher Muskeltonus. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Ich bin gerade in der Deload, beziehungsweise die Deload hat jetzt... bin gerade in der Deload. Wie gesagt, morgen bin ich ja in Hamburg. Also, wer Bock hat, kommt vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick ins Training bekommen. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, was ihr in dem Video gesehen habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.